Die Spritkosten sind in Deutschland aktuell auf einem Allzeithoch. Der Krieg, die Inflation und grüne Ideologie im Bundestag schlagen ordentlich zu Buche. Du willst wissen, wie viel davon Steuern sind? Mach die 1 vor dem Komma weg und noch mal ein ordentliches Stück. Mittlerweile ist es ja sogar eine 2 vor dem Komma. Mehr als die Hälfte, rund 60% der Spritkosten sind Anteile, die sich der Staat sichert. Ohne diese Zwangsabgabe würde der Deal zwischen dir und der Tankstelle über 1 Euro pro Liter günstiger ausfallen. Wie sieht das aus? Schon besser, oder? Kein Wunder, dass immer mehr deutsche Autofahrer zum Tanken ins Ausland flüchten müssen, neben Grünwählern, die das heimlich machen müssen, sehr zum Leidwesen deutscher Tankwarte an den polnischen und tschechischen Grenzen. Die Leute hatten die Wahl, sie haben gewählt und Deutschland bekommt damit die Politik und die Regierung, die es verdient. Kein neues Phänomen. Deutschland ist die Nummer 2 im europaweiten Vergleich, wenn es um die Steuerlast des arbeitenden Bürgers geht. Und explizite Steuern sind ja bei weitem nicht die einzigen Abgaben, die wir zu stemmen haben. Ob wir wollen oder nicht, inklusive Sozialabgaben, Versicherungsbeiträge, zu denen man ebenfalls gesetzlich gezwungen ist, der allseits beliebten GZ und weiteren verdeckten Steuern, landest du mit allen unfreiwilligen Allgemeinabgaben, mit einem durchschnittlichen Monatsgehalt bei fast 70% Allgemeinabgabenlast. Hier ist der Schlüssel. Wenn du zum Beispiel 2000 Euro mit deinem Chef als Bruttolohn im Arbeitsvertrag vereinbart hast, dann zahlt dein Chef in Wirklichkeit 2500 Euro, weil er deine Sozialversicherung und deine Berufsgenossenschaft mitträgt. Übrigens, auf wen sind die Leute eigentlich immer sauer, wenn ihnen ihr Lohn zu niedrig ist? Meistens ja auf ihren Chef. Aber die Realität ist doch, dass jeder Chef in Deutschland bereits heute einen erheblich höheren Lohn bezahlt. Das Geld landet halt nur nicht komplett bei dir. Sondern zu einem erheblichen Anteil beim Staat. Hinzu kommen die explizit ausgewiesenen Steuern und allgemeine Zwangsabgaben, also die, die du gerne sehen darfst: Lohnsteuer, dein Anteil für Renten- und Krankenkasse sowie für Arbeitslosen- und Pflegeversicherung. Ohne Versicherungsanteil sind wir an diesem Punkt bereits bei einer Steuerlast von mindestens 30%. Nach Abzug dieser Summen erhältst du dein Nettogehalt. Aber da ist noch lange nicht Ende der Fahnenstange. Hast du ein Auto? Dann zahlst du Kfz-Steuer. Auf die Kfz-Versicherung fallen noch einmal Steuern an. Die zu Beginn benannte Besteuerung von Benzin und Diesel, die den Preis mehr als verdoppelt. Hier steckt übrigens auch die sogenannte CO2-Steuer drin. CO2-Steuer? Da war doch was. Vor ein paar Jahren war das noch lediglich ein feuchter Traum von schulschwänzenden Klimajüngern. Ist längst eingeführt, sie versteckt sich nur in der Bepreisung von Flugtickets oder beispielsweise Kraftstoffen. Man sieht es nicht, aber den ganzen Tag zerrt der Fiskus an dir. Es geht los am Morgen mit deinem Wecker. Stromsteuer. Auch Strom wäre um die Hälfte günstiger, wenn nicht der Staat sein Happen abhaben wollte. Oder dein Kaffee am Morgen. Kaffeesteuer. Eine weitere verdeckte Steuer, die auf keiner deiner Quittung auftaucht. Und dann die Benzinsteuer auf dem Weg zur Arbeit. Das hatten wir ja gerade. Und dann arbeitest du, um nach all den Steuern und Abgaben noch was zum Leben zu haben. Ach, und wenn du Raucher bist, dann kannst du währenddessen nicht mal eine Pause einlegen, ohne nicht eine weitere Steuer zu bezahlen, nämlich die Tabaksteuer, die 70% des Preises einer Zigarette ausmacht und welche dieses Jahr wieder erhöht wurde. Und wenn du dann die ganze Woche geschuftet hast, dann kannst du am Wochenende nicht mal mit deinen Freunden ein Bier trinken, ohne dass der Staat wieder daneben steht und seine Hand aufhält. Alkohol bzw. Biersteuer. Du kannst nicht mal ins Kino oder in die Disco gehen, ohne dass der Staat noch eine Vergnügungssteuer verlangt. So, und jetzt hast du dein ganzes Leben lang brav Steuern bezahlt, aber nicht mal sterben darfst du, ohne dass der Fiskus dich nochmal ausnimmt. Erbschaftssteuer, welche unter anderem die Linke auf bis zu 100% ausweiten wollen. Ach, und wenn du dachtest, das kannst du umgehen, indem du einfach vor deinem Tod dein Hab und Gut, was ja auch schon mal versteuert wurde, an deine Kinder und Enkel verschenkst, Falsch gedacht, dafür gibt es die Schenkungssteuer. Steuern braucht das Land. Wie soll man auch sonst Straßen bauen und instandhalten? Aus privater Hand ein Ding der Unmöglichkeit. Steuern sind staatstragend, wenn sinnvoll eingesetzt. Schauen wir doch mal, mit welchem Verantwortungsbewusstsein die deutsche Bundesregierung das erwirtschaftete Geld verwaltet. Zunächst einmal zwei Milliarden gegen rechts, welche unter anderem linksradikalen Plattformen wie der Antonio Amadeo-Stiftung zugute kommen während gleichzeitig Ökoterrorismus und der Islamismus um sich schlagen und Linksextremisten sich offen zu ihren Anschlägen bekennen können. Im vergangenen August berichtete der Fokus von jährlichen Entwicklungshilfen, die Deutschland an China zahlt. Ja, richtig gehört. Der deutsche Steuerzahler zahlt Entwicklungshilfe an China. Fast 10 Milliarden in den vergangenen 40 Jahren. Für den indischen Klimaschutz zahlt ebenfalls der deutsche Steuerzahler, obwohl auch in Deutschland selbst noch keine solarbetriebene Metro rollt. Prima. Tag 2 der Indienreise von Angela Merkel. Die Bundeskanzlerin besucht eine Metrostation in Neu-Delhi. Sie wurde auch mit deutschen Entwicklungshilfemitteln finanziert und mit Solarstrom ausgerüstet. Die Metrostation soll künftig komplett mit Strom aus erneuerbaren Energien betrieben werden. Ein erster Schritt, um die Klimaziele zu erreichen. Bis 2030 will Indien den CO2-Ausstoß um 30 Prozent senken. Das Ganze mit Hilfe der Bundesregierung. Dafür werden wir in den nächsten fünf Jahren eine Milliarde Euro zur Verfügung stellen. Unter anderem wollen wir im Bundesstaat Tamil Nadu 500 Elektrobusse neu einsetzen sowie 2000 alte Dieselbusse durch energieeffizientere Modelle austauschen. 400 Millionen Euro an Kindergeldleistungen gehen jährlich ins Ausland. Polen, Tschechien, Rumänien, Türkei. Insgesamt leisten wir rund 20 Milliarden Euro an Entwicklungshilfe, von denen ein Großteil Ländern der Dritten Welt zugutekommt. Und trotzdem heißt es immer wieder, wir würden diese Länder ausbeuten. Ja, wenn das Ausbeutung ist, ja dann bitte beute mich aus. Und das kommt zu den ohnehin geleisteten Kosten für die Aufnahme und Versorgung von Asylbewerbern hierzulande hinzu, die der Bund seit 2015 jährlich trägt. 15 bis 27 Milliarden Euro jedes Jahr, die Kosten, die die einzelnen Länder tragen, kommen additiv hinzu, bedeutet doppelte Last für den Steuerzahler. Rund 20 Milliarden Euro jedes Jahr für Menschen, für die wir nicht zuständig sind. Das wären pro Monat mindestens 80 Euro mehr Rente für diejenigen, die hier ihr Leben lang zum Aufbau des Wohlstands beigetragen haben. Das Rentenproblem wäre keins, wenn die Regierung die Prioritäten richtig setzen würde. Wir haben bereits einen der größten Parlamente der Welt, aber dieser Apparat scheint der deutschen Bundesregierung noch nicht groß genug zu sein. Sogar der steuerfinanzierte Rechnungshof kritisiert Kosten für Bürobau des Kanzleramts. Deutschland hat mit ARD und ZDF einen der größten Rundfunkapparate der Welt. Ja, auch die GEZ ist eine allgemeine Zwangsabgabe, bei der du kein Mitspracherecht hast. Die Corona Warn App hat den Bund 130 Millionen Euro gekostet. Eine App. Hinzu kommen laufende Kosten von monatlich 2 bis 4 Millionen Euro. Für eine App. Impfwerbung lässt sich die Bundesregierung mit 25 Millionen Euro kosten, ohne dass eine nennenswerte Steigerung der Impfquote zu verzeichnen wäre. Abgesehen davon, dass der Grad zwischen Werbung für die Pharmaindustrie und Propaganda für die Herrschenden hier ziemlich eng wird, sieht es auch argumentativ nicht gerade döller aus, wenn man sich mal anschaut, was an Argumenten anderthalb Jahre nach Beginn der Massenimpfungen übrig bleibt. Die Bundeswehr wirkt für sich als Arbeitgeber auf Kosten des Steuerzahlers, weil da unter dieser tante Landrechtführung keiner freiwillig hin will. Über 30 Millionen Euro kostete dieser Spaß dem Bund alleine im Jahre 2019. Nur für Werbung. Wer die nervlichen Kapazitäten hat und noch tiefer in den Kaninchenbau steigen will, der liest weiter im Schwarzbuch der Steuerzahler. Von Milliardengräbern in der Verteidigung bis zu Dauerbaustellen im Regierungsviertel ist alles vertreten. Aber wir haben es ja. Genau, wir haben es. Und die Herrschenden entreißen es uns, weil sie meinen, es besser verwalten zu können der steuerzahler hingegen hätte aber gerne mehr für sich übrig statt zusehen zu müssen wie regierungsverantwortliche ihr erwirtschaftetes geld immer mehr und mehr mit vollen händen in alle welt verpassen. entwicklungshilfe in alle herren länder asylversorgung immer größer werdende bundestage steuerverschwendung auf allen erdenklichen ebenen und eine ad extensio aufgeblähte bürokratie verheißen vor allem eins ein immenses einsparungspotenzial was den steuerzahler auch spürbar entlasten würde alleine am politischen Willen mangelt es. Folgt auch dem Kanal von meinem Kollegen und Freund Charles Krüger für mehr Content über Freiheit, Selbstbestimmung und Regierungskritik an aktueller Politik. Die Links dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Ich sehe euch auf meinem Telegram- und Getter-Kanal wieder. App runterladen, anmelden, folgen. Bis dahin. Freunde, für den Kampf gegen die freiheitsberaubende Netzpolitik unserer hochgelobten Bundesregierung ist es absolut elementar, dass ihr mir auf zensursicheren Plattformen wie Telegram und Getter folgt. Wenn ihr zudem unsere Stimme in der Öffentlichkeit und meinen Einsatz als politischen Dissidenten stärken wollt, dann könnt ihr das über die eingeblendeten Wege tun und werft doch gerne mal einen Blick auf die Achse Ost-West-Kanalartikel. Ich bedanke mich bei allen Supportern und Zuschauern, denkt daran, den Kanal zu abonnieren und die Klingel einzuschalten.